Kühl verlief das erste Treffen von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel mit US-Präsident Donald Trump nach dessen Amtsübernahme. Zwar beschworen beide die guten Beziehungen, aber die Stimmung im Raum deutete darauf hin, dass sich die beiden Regierungschefs gar nicht so gut verstanden. Während unseres Treffens habe ich Kanzlerin Merkel dafür gedankt, dass Deutschland den Verteidigungsetat erhöhen will. Ein Schritt dahin, dass es mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes werden. Ich möchte ihr auch für ihre Führungsrolle bei der Unterstützung der NATO und ihre Bemühungen in Afghanistan danken. Merkel gab sich in ihren Worten diplomatisch. Und ich glaube, wir haben ein Gespräch geführt, bei dem wir versuchen, auch da, wo es Meinungsunterschiede gibt, die Leute zusammenzusetzen und zu sagen, wie ist unser Blickwinkel, wie ist der Blickwinkel aus der amerikanischen Seite und dann Lösungen zu finden, Kompromisse, die für beide gut sind. Es muss ja fair sein. Im Großen und Ganzen gab es aber wenige Überraschungen. Trump verteidigte das Aus der Krankenversicherung Obamacare und seine Absicht, die Handelsbeziehungen der USA grundlegend zu überarbeiten. An Deutschland gerichtet sagte er, die Deutschen hätten bei dem Thema in der Vergangenheit weit besser verhandelt als die USA. Ja.